Es war kalt und neblig, als das protestantische Heer am frühen Morgen des 6. September 1634 am Fuße eines Hügels in der Nähe von Nördlingen auf den Befehl zum Angriff wartete. Plötzlich durchbrach das Donnern der Artillerie die Stille und der protestantische Kriegsruf »Gott mit uns« ertönte entlang der Front. Von der anderen Seite des Schlachtfeldes tönte es auf Deutsch, Italienisch, Flämisch und Spanisch zurück »Es lebe das Haus Habsburg«. Die Schlacht bei Nördlingen steuerte auf ihren Höhepunkt zu. In diesem Video betrachten wir die Schlacht bei Nördlingen und beantworten dabei drei Fragen. Erstens, welche politische, strategische und taktische Konstellation führte zu dieser gewaltigen Schlacht zwischen vier Armeen? Zweitens, warum veränderte diese Schlacht den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges und gab den Startschuss zu seiner letzten Phase, dem sogenannten Schwedisch-Französischen Krieg? Und drittens, stimmt die gängige Annahme, dass Nördlingen gezeigt hat, dass die spanischen Tercios genauso effektiv waren wie die schwedischen Brigaden? Dieses Video enthält keinen herkömmlichen Werbespot. Stattdessen arbeiten wir mit Hörner zusammen. Hörner stellt edle Schreibwaren in höchster Qualität her, die angenehm schwer in der Hand liegen, wunderbar lautlos übers Papier gleiten und trotzdem erschwinglich sind. Schaut doch mal über den Link in der Beschreibung bei Ihnen vorbei. 1632 fiel der schwedische König Gustav Adolf, der als Befreier des protestantischen Deutschlands gefeiert wurde, in der Schlacht bei Lützen. Er hatte 1631 in den Dreißigjährigen Krieg eingegriffen und die katholische Herrschaft in weiten Teilen Deutschlands in Frage gestellt, die vor allem durch das österreichische Haus der Habsburger und die Bayern vertreten war. Weil Gustav nur eine 6-jährige Tochter hinterließ und in der schwedischen Verfassung nicht geregelt war, was in einem solchen Fall geschehen sollte, übernahm der Reichsrat unter der Leitung von Axel Oxenstierna vorübergehend die Regierungsgeschäfte. Oxenstierna war jedoch kein charismatischer militärischer Anführer. Sein Talent lag eher im Bereich der Verwaltung. Weil er sich dessen auch selbst bewusst war, machte er sich auf die Suche nach einem geeigneten Anführer für die schwedischen Truppen in Deutschland. Zur Auswahl standen zwei Kandidaten, Gustav Horn und Bernhard von Sachsen-Weimar. Gustav Horn war ein vorsichtiger Feldherr, der aber oft Mühe hatte, sich gegenüber den anderen Befehlshabern durchzusetzen. Bernhard von Sachsen-Weimar war das genaue Gegenteil. Der Historiker Peter Wilson beschreibt ihn wie folgt. Er war zu plötzlichen, kühnen Schachzügen fähig, die seine Gegner aus dem Konzept brachten, aber oft auch nur knapp an einer Katastrophe vorbeiführten. Außerdem änderte er häufig seine Meinung und verschwendete Zeit damit, hin und her zu marschieren, ohne viel zu bewirken. Nach Gustavs Tod ersuchte Bernhard von Sachsen-Weimar Oxenstierna, ihn zum alleinigen Befehlshaber zu machen, aber der Reichskanzler lehnte ab. Er entschied sich stattdessen dazu, die Truppen aufzuteilen. Bernhard von Sachsen-Weimar erhielt das Kommando über die Armeen in Schwaben und Franken, Horn über diejenigen im Elsass und die restlichen Truppen wurden in kleinen Kontingenten auf andere Befehlshaber verteilt. Nun, da diese heikle Frage geklärt war, stellte sich Oxenstierna an den Strategietisch. Er musste sich zweier Probleme annehmen. Zum einen musste er sich der Unterstützung seiner protestantischen Verbündeten in Deutschland versichern, am wichtigsten waren Sachsen und Brandenburg, und sicherstellen, dass sie sich nicht aus Angst auf einen Separatfrieden mit dem katholischen Kaiser Ferdinand II. Einließen. Zum anderen musste er dafür sorgen, dass Frankreich nicht aufhörte, die schwedische Sache finanziell zu unterstützen. Das katholische Königreich hatte die schwedischen Kriegsanstrengungen nämlich schon länger trotz der religiösen Differenzen unterstützt, weil sie beide daran interessiert waren, die Stellung der Habsburger zu schwächen, die nicht nur ihre Erblande im Osten des Heiligen Römischen Reiches, sondern auch das spanische Kolonialreich kontrollierten. Aber Kardinal Richelieu, der als erster Minister die Geschicke Frankreichs lenkte, stand den schwedischen Bemühungen ab 1632 skeptisch gegenüber und erwog 1633 sogar, sich von den Schweden loszusagen. Oxenstierna reagierte schnell und berief einen Kongress in Heilbronn ein, auf dem ihm zahlreiche deutsche Grafen und Fürsten ihre Unterstützung zusagten. Infolgedessen wurde der Heilbronner Bund gegründet,
was schließlich beide Probleme Oxenstiernas lösen sollte. Die Deutschen folgten Schweden vorerst und Frankreich, das nun befürchten musste, zwischen Stuhl und Bank zu geraten, setzte seine Unterstützungszahlungen fort. Für den Moment hatte Oxenstierna die schwedische Position im Reich stabilisiert. Im Gegensatz zu Schweden verfügte das Heilige Römische Reich über eine klare Kommandostruktur, zumindest in der Theorie. Die Aufgabe, die Schweden zurückzuschlagen, wurde Albrecht von Wallenstein übertragen, dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, der schon bei Lützen gegen die schwedische Armee gekämpft hatte. Er kommandierte ein beeindruckendes Heer von insgesamt 72.000 Mann in Böhmen und Schlesien und weiteren 30.000, die in Garnisonen im Elsass, in Westfalen, am Bodensee und an der Donau verteilt waren. Allerdings war Wallenstein kein einfacher Mann. Er widersetzte sich mehrmals dem direkten Befehl des Kaisers, die Schweden anzugreifen, und brachte fadenscheinige Ausreden vor, wie zum Beispiel, dass es zu riskant sei, sein Heer im Winter marschieren zu lassen, selbst wenn die Schweden in einer schwachen Position seien. Der Grund für dieses Verhalten waren wahrscheinlich persönliche Interessen. Wallenstein befürwortete einen Frieden zwischen Schweden und dem Reich, weil er glaubte, davon profitieren zu können und Land in Böhmen zu erhalten. Seine Strategie bestand also darin, Sachsen und Brandenburg dazu zu bringen, sich von Schweden loszusagen, so dessen Brückenkopf an der Ostsee den wichtigsten Zugangspunkt für Truppen und Nachschub zu entblößen und die schwedischen Stützpunkte im Inland zu isolieren, um Verhandlungen zu erzwingen. Es ist aber fast unmöglich, Wallensteins wirkliche Absichten rückblickend zu identifizieren, weil seine Korrespondenz widersprüchlich und uneinheitlich war. Das betrifft jedoch nur den Inhalt, denn wie die meisten großen Feldherren seiner Zeit setzte er auf qualitativ hochwertige Stifte der Firma Hörner. Eine große Auswahl dieser edlen Schreibwaren findet ihr auf der Website von Hörner. Wallenstein widersprach sich zum Beispiel selbst, als er den Schweden mitteilte, dass sie im Gegenzug für einen allgemeinen Frieden Pommern erhalten würden und gleichzeitig an den Herzog von Lothringen schrieb, dass er sie ganz aus Deutschland vertreiben wolle. Wegen seiner Untätigkeit und seiner widersprüchlichen Kommunikation verlor er schließlich die Gunst der Katholiken, vor allem die von Kaiser Ferdinand II. Das führte so weit, dass er im Februar 1634 in einen Hinterhalt gelockt und beseitigt wurde. Nun betrat ein zweiter Ferdinand die Bühne, nämlich Erzherzog Ferdinand, der Sohn von Kaiser Ferdinand II. Er übernahm an Wallensteins Stelle das Oberkommando über die kaiserlichen Truppen. Die Schweden operierten derweil immer noch in vielen verschiedenen Armeen in ganz Deutschland. Bernhard von Sachsen-Weimar befand sich in Franken und Horn belagerte Überlingen, um die Bodenseeroute zu blockieren. So wollte er verhindern, dass spanische Verstärkungen ins Reich oder nach Norden in Richtung der Republik der Vereinigten Niederlande zogen, einem protestantischen Verbündeten Schwedens. Dort führten die Niederlande und Spanien nämlich ihren eigenen Krieg, den 80-jährigen Krieg, der parallel zum 30-jährigen Krieg verlief. Um Männer und Material in die Niederlande zu bringen, waren die Spanier auf ein System von Straßen, die von Italien in die Niederlande führten, angewiesen, das als die spanische Straße bezeichnet wurde. Das war ihre einzige zuverlässige Verbindung in den Norden. Der Seeweg war zu riskant, weil man dort mit Angriffen von französischen und gelegentlich auch englischen und niederländischen Schiffen rechnen musste. Nun war auch diese Route bedroht, weil Frankreich 1633 spanisches Gebiet in Lothringen besetzt hatte. Entsprechend bestand das strategische Hauptziel Spaniens darin, die Blockade der spanischen Straße zu beseitigen. Auf diese Weise wurden sie in den Konflikt in Deutschland hineingezogen und verschoben Truppen aus Mailand, das zu diesem Zeitpunkt unter spanischer Kontrolle stand, nach Norden. Hier betritt schließlich der dritte Ferdinand die Bühne, der Sohn von König Philipp III. Und Bruder des amtierenden spanischen Königs Philipps IV., der verwirrenderweise als Ferdinand von Österreich bekannt war. Als Sohn des Königs trug er den Titel Infante, also Prinz. Und weil er auch noch Erzbischof von Toledo war und 1619 zum Kardinal ernannt wurde, ist er auch als Kardinalinfant bekannt. Die Lage unmittelbar vor der Schlacht bei Nördlingen war also angespannt.
Die spanischen Truppen unter Kardinal Infant Ferdinand bedrängten die Schweden von Süden her und bayerische und kaiserliche Truppen nutzten die Distanz zwischen den beiden Hauptheeren der Schweden aus, um Regensburg anzugreifen, was die Schweden erfolglos zu verhindern versuchten. Im August schickte schließlich Erzherzog Ferdinand auch noch eine Armee, um Nördlingen zu belagern. Dieser Vorstoß auf fränkischen Boden traf ins Herz des Heilbronner Bundes, was dazu führte, dass Oxenstierna auf dem zweiten Kongress des Bundes große Mühe hatte, die Unterstützung seiner deutschen Verbündeten nicht zu verlieren. Nördlingen war zwar von geringem strategischem Wert, aber es zu verlieren wäre ein Zeichen von Schwäche gewesen. Das konnten sich die Schweden nicht leisten, wenn sie nicht riskieren wollten, dass ihre Verbündeten doch noch einen Separatfrieden mit dem Kaiser abschlossen. Das hätte nicht nur die schwedische Position in Deutschland gefährdet, sondern möglicherweise auch die Unterstützung Frankreichs. Oxenstierna hatte keine Wahl. Er musste alle Truppen, die er hatte, schicken, um Nördlingen zu befreien. Gustav Horn und Bernhard von Sachsen-Weimar mussten rasch handeln. Sie trafen sich in Ulm und zogen dann nach Osten via Aalen nach Bopfingen. Nördlingen stand unter enormem Druck. Die beiden Befehlshaber wussten, dass sie keine Zeit verlieren durften, warteten aber gleichzeitig immer noch auf Verstärkung, die bald eintreffen sollte. Bernhard von Sachsen-Weimar drängte darauf, sofort anzugreifen, aber Horn weigerte sich, den Fluss so nahe am Feind zu überqueren. Sie hatten nur eine ungefähre Vorstellung vom Gelände am anderen Ufer, weil die kaiserliche Kavallerie eine effektive Aufklärung verhinderte. Auch die Stärke der feindlichen Truppen kannten sie nicht genau. Deshalb beschlossen sie schließlich Richtung Westen zu marschieren, um einen Rückzug nach Ulm vorzutäuschen, aber dann nach Süden zu gehen und eine Hügelkette 2 Kilometer südlich von Nördlingen einzunehmen. So wollten sie die beiden Ferdinande umgehen, eine stabile Position errichten, die Verstärkung abwarten und im Idealfall sogar den Feind von der Belagerung ablenken. Am 5. September brachen sie um 5 Uhr morgens auf und marschierten nach Süden in Richtung Neresheim, wo sie ihr Gepäck zurückließen und dann nach Osten zogen. Die Vorhut, die von Bernhard von Sachsen-Weimar angeführt wurde, wurde gegen 16 Uhr von kaiserlichen Spähern entdeckt. Die beiden katholischen Befehlshaber, Leganes und Gallas, reagierten sofort und sicherten die Hügelkette zu ihrer Linken gerade noch rechtzeitig mit einigen hundert Musketieren. Diese Hügelkette verlief von Nordwesten nach Südosten und war durch den sumpfigen Retzenbach von der Schwäbischen Alb getrennt. Kurz nach 16 Uhr erschienen die schwedischen Truppen in der Nähe des Himmelreich-Hügels und es kam zu ersten Scharmützeln mit den katholischen Truppen. Mit der Zeit entwickelten sich diese Scharmützel zu einem richtigen Kampf, weil beide Seiten immer mehr Truppen nachschickten. Bernhard von Sachsen-Weimar drängte nach vorne. Er wusste, dass er die Anhöhe sichern musste, wenn die Schweden eine Chance haben sollten, Nördlingen zu befreien. Deshalb rückte er langsam vor und versuchte mit seiner eigenen Reiterei, die kaiserliche Kavallerie, die ihn ständig bedrängte, zurückzuschlagen. Weil keine Seite nachgeben wollte, waren angeblich schlussendlich mehr als 6000 Kavalleristen in diesen Kampf verwickelt. Bernhard von Sachsen-Weimars Truppen hatten sich noch nicht vom Marsch über die Schwäbische Alb erholt, aber es gelang ihnen trotzdem, in rascher Folge die erhöhten Positionen am Himmelreich, dem Ländle und dem Lachberg einzunehmen. Aber in der Zwischenzeit hatten auch die Truppen des Reiches verstanden, dass es entscheidend sein würde, sich den Vorteil der Anhöhen zu sichern. Sie wussten, dass sie die nächsten beiden Hügel, den Heselberg und den Albuch, unbedingt halten mussten, um zu verhindern, dass die Schweden ihre Belagerungsstellung bei Nördlingen umgingen. Deshalb schickten sie Hauptfeldwebel Escobar mit Verstärkung auf den Heselberg. Gegen etwa 18.30 Uhr griff das protestantische Heer erneut an. Die Truppen wurden von Escobars Musketieren und Arkebusieren mit einem Sperrfeuer begrüßt, wahrscheinlich eine Art Pelotonfeuer, bei dem kleine Gruppen von Musketieren nacheinander eine Salve abfeuerten. Auf diese Weise ging ein ununterbrochener Kugelhagel auf die Schweden nieder und zwang sie, in Deckung zu gehen. Scheinbar zeigte dieses Vorgehen Wirkung, denn Bernhard von Sachsen-Weimar begnügte sich vorerst damit, den Heselberg mit seiner Artillerie zu beschießen und auf Horn zu warten, der erst lange nach Einbruch der Nacht eintreffen sollte.
Während die Schweden warteten, erhielt Escobar weitere Verstärkung und Kardinal Infant Ferdinand befahl ihm, den Heselberg bis zum Äußersten zu verteidigen. Dementsprechend setzten die Spanier den folgenden schwedischen Angriffen alles entgegen, was sie hatten, und zogen sich erst zum Albuch zurück, als ihnen die Munition ausging. Escobar selbst war in den Wirren der Schlacht den Schweden in die Hände gefallen. Er wurde in das Zelt der schwedischen Kommandanten gebracht und dort verhört. Die beiden wollten von ihm wissen, wie viele Männer auf dem Albuch stationiert waren und drohten ihn zu hängen, falls er sie belügen sollte. Als er schließlich sagte, es seien 15.000 Mann Infanterie und 3.500 Reiter, glaubte ihm Bernhard von Sachsen-Weimar nicht. Er wurde wütend und ließ Escobar wegbringen. In der Zwischenzeit hatten die Spanier die Stellung auf dem Albuch, ohne dass die Schweden etwas merkten, mit 3 Verteidigungsstellungen und etwa 14 Kanonen verstärkt und angefangen, sich einzugraben. Es war nur noch diese eine Stellung, die zwischen den Schweden und dem Belagerungscamp der Spanier stand. Am 5. September um Mitternacht war allen klar, dass der Kampf um den Albuch die Schlacht entscheiden würde. Am Morgen des 6. September waren beide Armeen bereit für die Entscheidungsschlacht. Die Schweden standen auf den Hügeln vom Ländle bis zum Heselberg, die Spanier hatten ihre linke Flanke auf dem Albuch platziert und den Rest ihrer Truppen in einer geraden Linie nach Norden in Richtung Nördlingen aufgestellt. Leganes befehligte die linke Seite, Galas die rechte, wo er hinter dem Dorf Herkheim auf einer großen flachen Ebene Stellung bezogen hatte. Der Herzog von Lothringen befehligte den mittleren Abschnitt und der Italiener Serbelloni die deutschen und italienischen Truppen auf dem Albuch. Insgesamt zählten die katholischen Truppen etwa 35.000 Mann. Diesem Heer standen 26.000 schwedische Soldaten gegenüber, die auf der linken Seite von Gustav Horn, auf der rechten von Bernhard von Sachsen-Weimar befehligt wurden. Um 5 Uhr früh wurde die Stille der Nacht plötzlich vom Donnern der Kanonen durchbrochen. Die schwedischen Geschütze nahmen den Albuch unter Beschuss. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und bald beschossen sich beide Seiten entlang der ganzen Front. Dann versuchten die Schweden, den Albuch in die Zange zu nehmen, indem sie mit 2 Infanteriebataillonen frontal angriffen, während 3 Kavallerieschwadronen unter Oberst Witzleben versuchten, die Stellung zu umgehen. Aber die Lage wurde schnell unübersichtlich. Die 14 Kanonen auf dem Hügelkamm setzten der Infanterie schwer zu und die Kavallerie geriet ins Kreuzfeuer der westlichsten Stellung auf dem Albuch. Außerdem fiel die katholische Kavallerie Witzlebens Reitern gerade dann in die Flanke, als diese zum Angriff ansetzten. Sie zerschmetterte eine der schwedischen Schwadronen fast sofort und zwang schließlich alle 3 zum Rückzug. Damit war die Flanke der schwedischen Infanterie, die die mittlere Stellung angriff, völlig ungeschützt. Trotzdem schaffte sie es bis zur Schanze, wo es zu einem blutigen Gefecht kam, über das wir einzig wissen, dass die Schweden es gewonnen haben. Die kaiserliche Infanterie floh und die Schweden überrannten die Befestigungsanlagen. Nun sah es aus, als würden die Schweden die Oberhand gewinnen, aber die beiden anderen befestigten Stellungen waren noch völlig intakt. Während Horn versuchte, Verstärkung an die Front zu bringen, um diesen Erfolg auszunutzen, trieb das kampferprobte spanische Tercio Idiaquez, das weiter hinten auf dem Albuch als Reserve aufgestellt war, die fliehenden kaiserlichen Truppen zusammen und tötete alle, die sich weigerten, weiterzukämpfen. Anschließend stieß das Tercio zusammen mit der Kavallerie zu seiner Rechten und den neu gruppierten Flüchtlingen gegen die schwedische Stellung vor. Jedem katholischen Befehlshaber muss klar gewesen sein, dass der Verlust der zentralen Position am Albuch katastrophale Folgen haben würde. Deshalb taten sie alles, um sie zurückzuerobern. Wieder wissen wir kaum etwas über den Verlauf des Kampfes, außer dass die Katholiken die Schanze am Ende zurückeroberten. Die Schweden erklärten später, ein Pulvermagazin sei explodiert und habe sie zum Rückzug gezwungen, aber die katholischen Quellen sehen das anders. Auf jeden Fall zogen sich die beiden Infanteriebrigaden der ersten Reihe unter schweren Verlusten, aber geordnet zurück, während die zweite schwedische Reihe gegen die nördlichste Schanze vorrückte. Dort stand das Tercio von Toralto, das hauptsächlich aus Italienern bestand.
Da sie nicht alle Platz im Innern der Stellung hatten, hatte sich ein Teil der Männer außerhalb aufgestellt. Das war möglich, weil das Tercio zu dieser Zeit mehr eine Verwaltungseinheit als eine Kampfformation war. Die Männer kämpften nicht mehr in einem großen Quadrat, wie das einst der Fall gewesen war, sondern in sogenannten Esquadrones, die Bataillonen ähnelten. Genau wie beim alten Tercio operierte ein Teil der Musketiere in separaten Abteilungen, sogenannten Mangas, die bei Bedarf abkommandiert werden und selbstständig operieren konnten. Diese Esquadrones waren aber immer noch Pike-and-Shot-Formationen im eigentlichen Sinn, in denen Pikeniere und Schützen eng zusammenarbeiteten. Dementsprechend begrüßte das Tercio von Toralto die schwedische Kavallerie ganz im Pike-and-Shot-Stil mit einer Ladung Blei. Dann kam es zu einem langen Kampf, in dem die Schweden wiederholt unter schweren Verlusten angriffen, aber schlussendlich an ihrem erfahrenen Gegner scheiterten und sich zurückziehen mussten. Damit blieb nur die schwedische Infanterie übrig, die sich auf kurze Distanz ein intensives Feuergefecht mit den Katholiken lieferte. Gleichzeitig griff die restliche schwedische Kavallerie die zentrale Stellung am Albuch ein zweites Mal an. Erneut gelang es ihnen, die Verteidiger zu vertreiben und die Schanze einzunehmen. Dabei wurden die Kommandanten der Verteidiger, zwei Deutsche, getötet. Wieder stoppte das Tercio Idiaquez, das immer noch in Reserve gehalten wurde, die Fliehenden. Dieses Mal hatten die Schweden den Albuch fast in der Hand. Sie hatten die mittlere Stellung erobert und bedrohten die nördliche mit drei Infanteriebataillonen, die nun keine 50 Schritt mehr von den Gräben der Kaiserlichen entfernt waren. Damit war für das Tercio Idiaquez der Moment zum Eingreifen gekommen. Die Männer marschierten langsam und geordnet den Hügel hinab. Dabei erlitten sie schwere Verluste durch die Geschütze der mittleren Stellung, die die Schweden umgedreht hatten. Aber ihre stoische Disziplin bewährte sich. Sie rückten vor, bis sie in Reichweite der Protestanten waren und warfen sich dann in den Nahkampf. In dem blutigen Handgemenge, das folgte, splitterten Spieße, Musketen wurden als Knüppel benutzt und Hunderte verloren ihr Leben. Erst nach mehr als einer Stunde drängten die Spanier die Schweden zurück und sicherten die Stellung wieder. Aber der Tag war noch nicht zu Ende. Während sich die drei Brigaden, die an der nördlichen Stellung gekämpft hatten, zurückfallen ließen, schickte Horn zwei frische Einheiten, um erneut anzugreifen. Das wiederholte sich über die nächsten Stunden, in denen mehrere Wellen schwedischer Infanterie gegen den Albuch vorrückten. Sie erlitten große Verluste und es gelang ihnen nicht, noch einmal durchzubrechen. Horn erkannte, dass ein frontaler Angriff nicht zum Erfolg führen würde und befahl seiner Kavallerie, den Albuch erneut zu umgehen. Aber noch bevor seine Reiterei eine Schwachstelle ausnützen konnte, wurde sie von einem kaiserlichen Gegenangriff aufgehalten und von den Musketieren auf dem Hügel unter Beschuss genommen. Sie musste sich erneut unter schweren Verlusten zurückziehen. Um etwa 7.30 Uhr schickte Horn schließlich einen Boten zu Bernhard von Sachsen-Weimar, um ihn um Hilfe zu bitten. Sachsen-Weimar, der wusste, dass sie den Albuch um jeden Preis einnehmen mussten, schickte die schwarze und die gelbe Brigade unter der Führung von Thurn zur Unterstützung Horns. Gleichzeitig bereitete er sich vor, um mit dem Rest seiner Truppen vorzurücken und die Katholiken so daran zu hindern, Verstärkung zum Albuch zu schicken. Aber die Katholiken wussten genau, dass die taktischen Möglichkeiten der Schweden begrenzt waren und waren ihnen deshalb zuvorgekommen. Sie hatten bereits ein weiteres Tercio auf den Albuch geschickt und ein zweites vom Schönfeld zum Fuß des Heselbergs marschieren lassen, das dort auf alles schießen sollte, was sich bewegte. Etwa eine Viertelstunde später bewegte sich Thurn entlang des Heselbergs und kam in Sichtweite der nördlichsten Schanze. Ohne Horn zu informieren und ohne Unterstützung von der Kavallerie griff er direkt an. Horn, der diese Katastrophe aus der Ferne beobachtete, schickte sofort die Kavalleriereserve los, um die Situation zu retten. Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes setzte sich derweil die Kavallerie von Bernhard von Sachsen-Weimar gegen die kaiserlich-bayerische Flanke bei Herkheim in Bewegung. Mehr als 2000 Reiter ritten vom Lachberg herab und griffen das wartende Heer an. Es folgte ein langer Kampf, indem die Katholiken langsam die Oberhand zu gewinnen drohten.
Bernhard von Sachsen-Weimar reagierte darauf, indem er nach und nach immer mehr Reiter vorschickte, aber auch das zeigte wenig Wirkung. In der Zwischenzeit war Horns Kavallerie vorgerückt, um Thurn zu decken, der immer noch allein gegen die nördliche Stellung anrannte. Aber bevor sie ihn erreichten, fing ein katholischer Gegenangriff sie ab, sodass Thurn weiter ohne Unterstützung war. Seine Männer waren exponiert und mussten mehr als eine Stunde ausharren, während sie von der Flanke und vom Albuch ständig beschossen wurden. Dann verließen die Spanier, ermutigt von der heiklen Lage der Schweden, ihre Stellung und rückten vor. Der Angriff hatte solche Wucht, dass Thurn sich mit seinen Männern auf den Heselberg zurückziehen musste. Nun sah Horn ein, dass er den Albuch nicht einnehmen konnte. Er ritt persönlich zu Bernhard von Sachsen-Weimar, um das weitere Vorgehen zu besprechen, und erreichte ihn gerade, als die letzten 5 Kavallerieschwadronen den Hügel hinunterrollten, um ihre Kameraden bei Herkheim zu unterstützen. Horn schlug vor, sich zurückzuziehen, bevor es zu spät war, und an einem anderen Tag erneut anzugreifen. Das Problem damit war, dass ein Rückzug von den deutschen Verbündeten und den Franzosen als Schwäche ausgelegt werden würde. Trotzdem gelang es Horn nach einer langen Diskussion, Bernhard von Sachsen-Weimar davon zu überzeugen, sich zurückzuziehen. Sie beschlossen, dass die linke Seite das Ländle und den Lachberg halten sollte, um den Rückzug Horns nach Ederheim zu decken, wo dieser eine befestigte Stellung einrichten und so den Abzug der restlichen Truppen sichern sollte. Während Horns Männer sich langsam zurückzogen, stellten die Katholiken fest, dass der Druck der Schweden nachgelassen hatte und rückten gegen den Heselberg vor. Ermutigt durch die vorherigen Erfolge, vielleicht auch aus purer Kühnheit, griffen sie die Stellung der Schweden an. Mehrere Kavallerieschwadronen umgingen die Position auf der rechten Seite und weitere Infanterie strömte an die Front. Die Katholiken griffen den Heselberg von allen Seiten gleichzeitig an und eroberten die Anhöhe in einem einzigen Anlauf. Unterdessen hatte sich die schwedische Kavallerie, die bei Herkheim gekämpft hatte, zu den Lachberg- und Ländle-Stellungen zurückgezogen. Damit hatten sie auch die Ebene ganz den Katholiken überlassen. Als Gallas, der Befehlshaber des rechten Flügels, vom Erfolg am Heselberg erfuhr, beschloss er, dass die Zeit für einen Generalangriff gekommen war. In der Zwischenzeit zogen sich Horns Männer entlang der vorgesehenen Route zurück. Gerade als die ersten Ederheim erreichten, wurden die Truppen von Bernhard von Sachsen-Weimar, die noch vom Kampf auf der Ebene völlig erschöpft waren, von den Katholiken frontal angegriffen. Der Kampf war blutig und kurz. Der Widerstand der Schweden brach zusammen und sie flohen in alle Richtungen. Während Bernhard von Sachsen-Weimar fliehen konnte, war Horn nun mit seiner langen Kolonne zwischen den Hügeln und der Eder gefangen und konnte nichts tun, als die katholische Welle über seine Männer hereinbrach. Die Schweden erlitten eine totale Niederlage. Die schwedischen Verluste beliefen sich auf etwa 12.000 bis 15.000 Mann, wovon etwa 7.000 bis 8.000 gefallen waren, der Rest verwundet oder, wie Horn, gefangen. Die Katholiken verzeichneten nur etwa 3.500 bis 5.000 Verluste, wovon etwa 1.500 bis 2.000 gefallen waren. Aber diese Zahlen enthüllen nicht das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die schwedische Armee hatte praktisch aufgehört zu existieren. Bernhard von Sachsen-Weimar erreichte Heilbronn nur mit etwa 14.000 Mann, was Oxenstierna klarmachte, wie schlimm die Lage wirklich war. In der Folge dieser Niederlage verlor Schweden die meisten seiner Unterstützer in Deutschland. Die kaiserliche Armee eroberte den größten Teil von Württemberg zurück und rückte ins Rheinland vor. Im Dezember passierte, was Oxenstierna gefürchtet hatte. Sachsen und Hessen-Darmstadt schlossen einen Friedensvertrag mit Kaiser Ferdinand, der später im Prager Frieden formalisiert wurde. Das war in den Augen vieler Historiker der Moment, in dem der Dreißigjährige Krieg aufhörte, in erster Linie ein deutscher Religionskonflikt zu sein. Viele Historiker sehen die Schlacht bei Nördlingen auch als Beweis dafür, dass das Tercio immer noch eine ernstzunehmende Größe war. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.
Die spanischen Truppen waren den Schweden taktisch ebenbürtig, aber das lag daran, dass auch sie ihre Streitkräfte reformiert hatten. Das Tercio existierte zwar noch als administrative und taktische Einheit, war aber vor 1622 weiter in Mangas und Esquadrones unterteilt worden. Dazu kommt, dass die Schlacht bei Nördlingen nicht besonders aussagekräftig ist, was den Vergleich der Formationen angeht, weil die Schweden eine befestigte spanische Stellung auf einer Anhöhe angriffen. Es handelte sich bei Nördlingen also weder um eine ausgeglichene Feldschlacht, noch war das Tercio an sich eine veraltete militärische Einheit. Wie dem auch sei, das anti-habsburgische Bündnis in Deutschland brach nach Nördlingen in sich zusammen und die Franzosen nahmen die Dinge selbst in die Hand. Im Februar 1635 unterzeichnete Kardinal Richelieu einen Vertrag, der vorsah, dass die Republik der Vereinigten Niederlande und Frankreich gemeinsam eine Offensive in den spanischen Niederlande starten würden, während ein französisches Heer unter Heinrich von Rohan die spanische Straße durch eine Invasion des Veltlins erneut blockieren sollte. Im selben Jahr schloss Frankreich ein neues Bündnis mit Schweden und finanzierte ein 12.000 Mann starkes Heer unter Bernhard von Sachsen-Weimar im Rheinland. Im Mai erklärte Frankreich schließlich Spanien formell den Krieg. Damit begann nicht nur der Spanisch-Französische Krieg, sondern auch die letzte Phase des Dreißigjährigen Krieges, der Französisch-Schwedische Krieg. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut doch mal auf der Website von Hörner vorbei. Wir haben die Stifte selbst ausprobiert und sind von der Qualität überzeugt. Ihr findet dort Schreibmaterial für jeden Geschmack, vom edlen Füllfederhalter bis hin zum praktischen Kugelschreiber. Mit dem Code SANDROMAN erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Danke für eure Unterstützung.